Hallo zusammen und willkommen. Fast jeder Mensch hat die eine oder andere Grünpflanze bei sich zu Hause herumstehen. Manche fristen ein unbedachtes Dasein, da ihre Besitzer den wirklichen Wert ihrer Zimmerpflanze noch nicht erkannt haben. Fühlst du dich hier angesprochen? Dann bleib dran und lass dich überraschen, welche Geheimnisse über unscheinbare Zimmerpflanzen wir dir heute vorstellen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Der wahre Wert von Pflanzen. Manche Menschen halten Zimmerpflanzen oder Blumen nur für einen hübschen optischen Schmuck, den man haben kann oder auch nicht. Andere verwandeln ihr Zuhause in ein grünes Paradies und wieder andere haben irgendwo halb verwelkte Pflanzen herumstehen, die sie irgendwann mal geschenkt bekommen haben. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, wir werden dich sicher gleich mit den ein oder anderen Fakten zu ganz unscheinbar wirkenden Pflanzen überraschen. Pflanzen sind wichtig für die Psyche. Forscher haben herausgefunden, dass das menschliche Gehirn ganz anders arbeitet, wenn es eine Pflanze wahrnimmt. Die Versuche sind mit Probanden durchgeführt worden, die Aufgaben lösen mussten, wie sie in jedem durchschnittlichen Büro vorkommen. Einmal saßen die Leute in einem Raum mit blanken Betonwänden ohne Pflanzen und dann stellten die Wissenschaftler eine große, üppige Grünpflanze in die Nähe der Menschen. Die Leistungskraft des Gehirns nahm bei der gleichzeitigen Wahrnehmung der Pflanze bei vielen der Probanden sprunghaft zu. Pflanzen im Schlafzimmer eine Wohltat. Ein Ort, wo du noch ungemein von Pflanzen profitieren kannst, ist dein Schlafzimmer. Dort reichert sich über die Nacht CO2 an und aus Schränken, Matratzen, Wänden und anderen Gegenständen können Schadstoffe austreten. Das sollte zwar nicht sein, ist in unserer Welt aus Kunststoffen und chemischen Behandlungsmethoden aber leider unleugbare Realität. Froh ist da doch, wer eine oder mehrere dieser Pflanzen sein eigen nennt. Nummer 1, die Grünlilie. Die Grünlilie ist der Klassiker unter den Büropflanzen. Doch auch im Schlafzimmer kannst du von den Eigenschaften dieser Pflanze profitieren. Sie filtert Formaldehyd und andere Schadstoffe aus der Luft. Außerdem neutralisiert sie elektrische Spannung. Nummer 2, das Einblatt. Auch das Einblatt kann Gifte wie Formaldehyd aus der Luft filtern. Zudem fängt diese Pflanze Pilzsporen ein und reichert über die großen dunkelgrünen Blätter die Luft mit wertvoller Feuchtigkeit auf. Die Blätter absorbieren jede Menge CO2 und geben wertvollen Sauerstoff in die Raumluft ab. Neben diesen praktischen Nutzen verzaubert dich das Einblatt einmal im Jahr mit prachtvollen weißen Blütenkelchen. Nummer 3, Efeutute. Ein weiterer Klassiker unter den Zimmerpflanzen ist die Efeutute. In Tests hatte diese Pflanze so viele Schadstoffe absorbiert, dass sie danach eigentlich Sondermüll hätte sein sollen. Doch die Pflanze wandelt das, was für uns Gift ist, einfach in neue Lebenskraft um. Nummer 4, der Gummibaum. Auch die dicken Blätter dieses Baumes reinigen die Luft und filtern zahlreiche Schadstoffe. Nummer 5, Bogenhanf. Der Bogenhanf ist eine genügsame Pflanze, der die Luft filtert und sie mit Sauerstoff anreichert. Nummer 6, die Goldfruchtpalme. Diese Pflanze ist ein kleines bis mittelgroßes Grasgewächs, das auch im Halbschatten ganz wunderbar gedeiht. Die Pflanze befeuchtet die Luft und optimiert das Raumklima in deinem Schlafzimmer. Nummer 7, Aloe Vera. Von der Aloe Vera hast du vermutlich schon gehört. Sie wird gerne zur natürlichen Hautpflege und als Versorgung für kleine Wunden angewendet. Doch die genügsame und feuchtigkeitsspendende Aloe Vera kann auch mehr. Auch sie filtert eine Vielzahl von Schadstoffen aus deiner Schlafzimmerluft. Nummer 8, die Birkenfeige. Eine Birkenfeige hat fast jeder Mensch zu Hause herumstehen. Diese Zimmerpflanzen können die Größe kleiner Bäume erreichen und sehen bei weitem nicht nur gut aus. Auch diese Zimmerpflanze filtert zuverlässig Schadstoffe aus der Luft und reichert sie mit Sauerstoff an. Nummer 9, Diefenbachien. Diefenbachien speichern unglaublich viel Wasser, müssen nur selten gegossen werden und geben Feuchtigkeit in deine Raumluft ab. Nummer 10, Efeu. Zu guter Letzt möchten wir dir noch Efeu empfehlen, wenn du ein Schimmelproblem im Schlafzimmer hast. Efeu kann nämlich Schimmelsporen in der Luft unschädlich machen und ist damit ein wahrer Schatz unter den Zimmerpflanzen.
Doch Vorsicht, da Efeu giftig ist, sollte er nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren stehen. Dass Zimmerpflanzen im Schlafzimmer aufgrund schimmelnder Erde nicht gut seien, ist übrigens ein Vorurteil. Dieses Problem entsteht nur, wenn du eine Pflanze übergießt oder wenn sie zu nah an der Heizung steht. Wir hoffen, dir hat dieser kleine Ratgeber über Zimmerpflanzen gefallen und du nutzt diese wunderbaren grünen Helfer zukünftig auch für dich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.